Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Journey. Was man jetzt noch nicht so wirklich erkennen kann, dass das Journey ist, aber es ist Journey. Und das Spiel, jetzt muss ich mich gerade mal erinnern. Ich habe mir eben gerade den Wikipedia-Text durchgelesen, weil ich mir gedacht habe, könntest dich ja eigentlich auch mal vorbereiten. Das Spiel kam 2012 auf den Markt, ich glaube im März oder im Mai, irgendwas mit M war da. Erstmal nur im PlayStation Store, also im PSN Store. Kam dann ein halbes Jahr später nochmal als Collector's Edition zusammen mit Flower und Flow auf einer Blu-ray raus, als CD-Version. Und ich glaube, das stand da, glaube ich, im amerikanischen PSN Store, das am schnellsten verkaufteste Spiel. Bis dahin oder bis immer noch, weiß ich jetzt nicht. Also es wurden noch nie in so kurzer Zeit so viele Journey, also so viele Spiele verkauft von einer Sorte. Och Gott, ist das Kauderwelsch. Ja, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Und ich sag schon mal kurz vorweg, das Ziel des Spiels ist es, mit einer kleinen Figur, die wir gleich sehen werden, auf einen Berg zu klettern, zu laufen, ja, eine Reise zu machen. Wie da unten noch steht, neue Reise. Und wir starten einfach mal die neue Reise. Und das sind wir. Voll putzig, finde ich. Also es sieht mega süß aus. Ja, und wir können die Kamera drehen mit der Six-Axis-Steuerung. Ach, guck mal, wie süß. Diese dünnen Beinchen, ne? Das ist mega niedlich. Was steht hier oben? Das Online-Spiel unterliegt den Nutzungsbedingungen von Journey, über das Startmenü eingesehen werden kann. Genau, ich spiele nämlich online. Das bedeutet, wenn das Spiel gerade jemand spielt, dann kann das passieren, dass der mit in unser Spiel kommt. Also nur eine Person. Und ich kann schon mal so viel sagen. Ich muss noch ein bisschen dazu sagen. Normalerweise, dieser Mantel, den wir da anhaben, diese Robe, sieht eigentlich nicht so aus. Ja, genau, setz dich mal wieder. Nee, stell dich hin. Dann können wir mal hier das Dings wegmachen, genau. Normalerweise ist, wenn wir das Spiel das erste Mal spielen, nur der untere Rand der Robe so, orange-golden. Und diese Muster, die da drüber sind, die zum Kopf hingehen, die sind gar nicht da. Also je öfter man das Spiel durchspielt, desto mehr Muster kriegt man auf die Robe drauf. Und was ich eigentlich euch hätte gerne zeigen wollen, was ich auch eben nachgeguckt habe, was ich dann aber leider nicht mehr hatte, ist mein 100% Spielstand, weil anscheinend habe ich den überschrieben, als ich das Spiel im Stream nochmal gespielt hatte, weil ich habe das auch im Stream schon mal gespielt und ich habe mir jetzt gedacht, damit ich die ganze Reihe online für alle zugreifungsmäßig da habe, mache ich das jetzt auch nochmal als Play, weil es halt auch ein wirklich cooles Spiel ist. Und ich kann schon mal so viel verraten, weil ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde, weil ich habe echt keine Ahnung mehr so wirklich, wo
die ganzen Geheimnisse sind. Wenn man das Spiel zu 100% durchspielt, bekommt man eine weiße Robe. Also dann ist die nicht mehr rot, so wie hier, sondern weiß mit goldenen Verzierungen. Genau. Das ist dann halt das, was man als 100% Gimmick bekommt. Jo, und ja, wir sind halt diese kleine Figur hier. Und das Coole ist, wenn wir jetzt zum Beispiel eine andere Person hier hätten, das funktioniert aber erst ab dem nächsten Level, weil das hier ist quasi so ein bisschen das Tutorial-Level. Wir können uns mit denen, also wir können mit denen kommunizieren. Nicht per Text und nicht per Sprache, sondern hiermit. Und man kann das halt kurz machen, so schnell hintereinander oder lang ziehen. Ich muss mal ein bisschen den Ton hier bei mir lauter machen. Und ja, damit können wir halt mit den anderen Leuten kommunizieren. Ich laufe schon mal ein bisschen hier rum. Ich finde, das sieht auch so schön aus mit dem Sand, dass wir da so ein bisschen Sand hoch schleudern und den kleinen Weg, den wir da hinterlassen. Springen können wir, glaube ich, noch nicht. Das geht erst später. Ja, laufen tun wir mit ja, dem linken Analogstick. Kamera drehen können wir entweder mit der Six-Axis-Steuerung, was dann halt wieder ein bisschen für That Game Company spricht. Aber das können wir auch mit dem linken Analogstick machen, was ich auch lieber tue, weil das mir ein bisschen doof dann ist. Ja, mit dem Controller dann da rumzufuchteln. Oh, das wird schwer. So. Und da ist der Berg, wo wir hoch wollen. Da, wo das Licht ist. Und es ist Journey. So schön. Geht das jetzt nochmal weg oder müssen wir weiterlaufen? Ich glaube, wir müssen weiterlaufen. Und da sieht man schon, da vorne, da wollen wir hin, weil da leuchtet was. Und ich weiß nicht, was diese ganzen Dinger hier sind. Ob das Grabsteine sind oder sowas. Sieht schon ein bisschen nach Grabsteinen aus irgendwie. Aber es kann natürlich auch irgendwas anderes sein. Aber es wird halt nicht beschrieben, was es ist. Und dann können wir hier so runterrutschen. Hui! Ja. Und als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, also ich habe mich da nicht wirklich spoilern lassen von irgendwie Videos oder so. Und ich wusste gar nicht, dass man hier online spielen kann. Stand halt oben links irgendwie hier online, bla bla. Und da habe ich mir gedacht, ja, gut. Ne? Ist dann halt so. Und dann auf einmal, nach dem ersten Level, also nach diesem Level hier, stand auf einmal so ein Vieh. Ich werde euch diesen Punkt am besten das nächste Mal zeigen. Können immer noch nicht springen, oder? Ah ne, das können wir jetzt, glaube ich, erst. Oh, da. Mit X, genau, können wir dann springen. Und diese kleinen, wie nennt man die dann? Diese Stoffteilchen füllen dann unseren Schal wieder auf. Und dann können wir wieder springen. Oder fliegen. So. Und ich weiß jetzt gar nicht, man kann die auch anpiepen. Genau, dann kommen die zu einem, dann kriegt man nochmal so einen Schwung nach oben. Und man kann dann, also man kann quasi einen Doppelsprung machen. Genau. Gut, da vorne sehen wir auch noch was. Und da sehen wir was. Und da sehen wir was. Jetzt weiß ich gar nicht, wo wir zuerst hingehen. Aber ich glaube, wir gehen erstmal hier vorne hin. Das mit dem Multiplayer werde ich euch nachher nochmal verraten. Also ich versuche die 100% hier zu kriegen, aber ich kann nicht versprechen, dass es so weit kommt. So, haben wir quasi einen Doppelsprung gemacht. Ja, wie gesagt, also es gibt hier so Steintafeln.
Nee, da wollen wir noch nicht hin. Das ist nämlich unser Zielort, wo wir eigentlich hin sollen. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen gucken. Ich glaube, das bedeutet... Nein, hier dürfen wir nicht lang, da ist das Level zu Ende. Okay. Von da kamen wir. Lassen wir uns hier erstmal wieder auffüllen und gehen dann da rechts lang. Ich glaube, schneller rennen, also rennen können wir nicht, sondern nur hier die Geschwindigkeit. Na, was war das da hinten? Da hinten ist was. Nee. Es gibt ja auch noch ein schönes Easter Egg und ich hoffe mal, dass ich das finden werde. Ich weiß leider nicht genau, wo das ist. Also ich weiß, wie es ungefähr an der Stelle aussah. Aber ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das hier in dem Level war oder ob das in dem Level danach war. Okay, hier kommt wieder der Wind. Dann gehen wir halt wieder zurück. Schätze ich mal, dass das in dem anderen Level war. Also in dem richtigen ersten Level. Ich mag diese dünnen Beinchen, ne? So, was haben wir hier? Sand. Ach, genau. Das sind die Tafeln, die ich meine. Und hier kriegen wir ein Bildchen. Ja, und was sieht man da? Man sieht, ich denke mal, das sollen wir darstellen, was da auf dem Boden liegt, auf der Seite. Und davor ist so ein Ding hier, so. Sowas. So ein Grabstein. Und das sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Ah, Moment, 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 Moment. Hier sind alle. Nee. Das sind nicht alle. Ihr seht ja diese komischen Symbole hier, ne? Da ist zum Beispiel, warte mal, so da. Da sieht man zum Beispiel ein U, Doppelpunkt, I und dann unten drunter vier Is. Und das sind halt so Symbole, wenn wir jetzt zum Beispiel hier machen, dann sieht man, wir haben auch so ein Symbol. Aber das ist da, glaube ich, gar nicht mit drauf. Das waren zwei Is und dann eine Treppe. Nee, gibt's nicht. Ich weiß sogar noch, wie mein erstes Symbol aussah, was ich im ersten Spieldurchlauf hatte. Und das waren vier Ns. Also sowas wie hier ganz unten rechts das. Das waren vier Ns. Ich finde das Spiel cool irgendwie. Auf jeden Fall sind das, schätze ich mal, ein Teil von den Symbolen, die man kriegen kann. Jo. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele es gibt. Aber die werden halt den Spielern so zugeteilt. Jo. Ich glaube, das ist dafür da. Das Coole ist nämlich, wenn wir dann mit jemand anderem spielen zusammen, wissen wir auch nicht, wie der heißt. Also man kriegt keinen Namen angezeigt oder so, also keinen Spielernamen. Und ich schätze mal, wenn man sich dann das Symbol merkt, was der hat, dann kann man dann am Ende, weil in den Credits wird es angezeigt, wie die hießen, die Leute, und dann kann man sich das Symbol merken und dann bei dem Symbol nachgucken, wer das war. Ah, ich glaube hier, weil wir schon. Ah! Da! Das N. Das da. Das hatte ich. Die vier Ns. Das war mein Symbol, was ich als erstes hatte. Dann kann ich euch das jetzt doch schon zeigen. Nämlich die weiße Robe, wenn man die 100% hat. Ja, das ist schön.
Dann weiß ich aber trotzdem nicht, ob ich am Ende 100% habe. Na gut, dann wechseln wir wieder. So. Die ganzen Symbole sind noch da. Ich werde das jetzt einfach so durchspielen. Ich versuche halt so viel zu kriegen, wie ich kann. Hallo. Und da vorne können wir uns schon das erste Symbol holen. Die bringen uns halt, dass der Schal von uns verlängert wird, die Symbole, meine ich mal. Habe ich eben auch, glaube ich, schon mal gesagt. Oder auch nicht. Na gut. Dann halt nicht. Oder der wurde... Ich weiß es nicht, ob der verlängert wurde. So, da oben ist auch noch ein Symbol. Wir gehen dann einfach mal hier oben hin. Weil diese ganzen... Uiuiui. Doch, der wird länger. Oder doch länger. Was war, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Achso, vielleicht, oder habe ich das schon gesagt? Diese ganzen Gebäude hier rum sind halt die einzelnen Level. So. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das hier der Anfang ist oder nicht. Muss man hier auf jeden Fall diese Lämpchen anmachen. Kann man natürlich auch hier mitmachen. Normalerweise. Ja. Und dann kriegen wir was gesagt. Und damit beginnt unsere kleine Reise. Und hier sieht man, dass wir... Ich weiß jetzt nicht, ob das immer so ist, dass hier diese drei Dinger leuchten. Weil ich schon die 100% habe. Oder weil wir die drei Sachen eingesammelt haben. Das war nämlich einmal am Anfang, wo wir den ersten Schal bekommen haben. Dann das, was auf diesem Dotz war. Und was an diesem Kringel, der nach oben geführt hat, war. Jo. Los geht's. So, und unser kleiner Auftrag hier ist jetzt, diese Brücke
die da kaputt ist, weil wir wollen da oben hin, wo es leuchtet. Jetzt müssen wir ja irgendwie über die Brückenteile kommen. Das, was ich aber als erstes mal machen werde, ist da hinten hinfliegen, weil da leuchtet es. Und leuchten ist immer toll. So, und unser Flugdingsy ist schon leer, aber leuchten gibt uns längeren Schal. Und längerer Schal bedeutet längeres Fliegen. So. Lädt er den auch wieder komplett auf? Ja, super. So. Wo war denn der nächste? Ich glaube, der nächste war da bei diesem Gesicht. Oh. Guck mal. Hallo. Das ist jetzt ein Online-Spieler. Irgendjemand, der das Spiel gerade auch spielt. So, ich hoffe mal, dass der mir jetzt nicht zu sehr auf die Nerven geht. Ich hoffe mal, dass der einfach macht. Quatscht mit mir. Was los? Läuft da lang. Aber wenn er das jetzt schon alles macht, dann mache ich nämlich gleich den Online-Modus aus. Aber ist halt irgendwie mal cool. Man kann sich auch gegenseitig auffüllen, glaube ich, wenn man. War das denn? War irgendwo, war hier. Da! Da hinten. So. Super nice. Super nice. Und der zweite ist schon. Und das dritte ist hier hinten irgendwo. Nee, komm dir nicht mit hinterher. Das dritte ist hier hinten, weil ich will ja auch ein bisschen vorankommen, ne? Das dritte ist da oben, glaube ich, irgendwo. Oder war das da unten? Ja, da oben ist es und da unten ist nochmal eine Tafel. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Tafeln es pro Level gibt. Keine Ahnung. Hier. Ich bräuchte euch mal grau. So. So, und wir holen noch hier unten die ups, Tafel. So, und da sehen wir eine Stadt mit Sand und Luft. So. Dann hätten wir jetzt hier alle drei, ne? Wären wir jetzt soweit. Gut, dann können wir hier jetzt anfangen, die Brücke zu reparieren. Da reparieren wir unsere Brücke. Okay, dann können wir schon mal weiter. Da fehlt nur noch der eine. Ich glaube, das andere hat der Typ schon gemacht. Oder die Tuse. Es sind schon drei Brückenteile zurück. Genau. So, dann können wir schon mal die Brücke hoch. Na, wo bin ich? Na, wird erst nochmal schön gezeigt. Da können wir jetzt hoch. Wir haben auch, glaube ich, alles geholt. Wir haben die Tafel und wir haben die drei Symbole.
Das Coole ist, hier schwebt man so drüber. Also man läuft nicht. Und der Schall wird gerade währenddessen auch nochmal aufgefüllt. Und das Musik. So. Und wir kriegen unser nächstes Blabla. Haben wir alle? Ja. Das Coole ist, dass man sich dann zu zweit dahin hockt und sich das anhört, was unser Meister oder so dann sagt. Ganz am Anfang hat man da eben diese Brückenpfeiler gesehen. Das heißt also, wenn die erzählt oder der oder das erzählt uns quasi unseren Weg, den wir da vorhaben oder gemacht haben. Aber ich glaube, einen Vorteil hat man durch diesen durch diese weiße Robe hat man, glaube ich, nicht. Es ist einfach nur, dass sie weiß ist.